Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect 3. So, ich will nach ihm testen, ob die Leute noch was zu erzählen haben und dann haben wir ein paar schöne Citadel-Gespräche. Ich gehe mal erst zu Lyra, weil wenn Lyra nichts zu erzählen hat, dann hat Garrus auch nichts zu erzählen. Ausgezeichnet, Commander. Das Informationsnetzwerk-Terminal wurde aktualisiert. Hier ist nichts. Arme Rela. Aber ich bin froh, dass sie diese Bombe gezündet hat, Shepard. Ja, das war gut. Störte sie nicht, dass das Kloster zerstört wurde? Nein, nicht nach dem, was ich dort gesehen habe. Mir ist egal, ob sie Adad Yakshi waren, aber in solche Kreaturen verwandelt zu werden, das verdient niemand. Ja. Hallo, Shepard. Gut, war ein spannendes Gespräch. Ich bedanke mich dafür. Ich tippe, Garrus wird ähnlich Spannendes, wenn überhaupt, zu erzählen. Aber ich tippe, er wird dazu nichts zu erzählen, weil ihm wahrscheinlich Asari doch relativ egal sind. Aber vielleicht hat Jarvik dazu was zu sagen. Ich habe die Vermutung, wenn wir jetzt wieder in das Casino gehen, dass wir Garrus da treffen werden. Wie er sich eintrinkt. Weil, wenn er nicht da ist und was auch immer kalibriert. Alle bekämpften die Rachni und versuchten sie durch das Portal zurückzudrängen. Am Ende ließ man die Kroganer von der Leine und die haben sie dann aufgehalten. Verstehe. Aber als die Kroganer dann rebellierten, mussten wir die Genophage einsetzen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Das war nicht die einzige Rebellion. 1000 Jahre später haben die Geth gegen die Quarianer revoltiert. Das war ein völlig anderer Krieg. Dann kamen die Menschen. Mit denen hatte mein Volk eine Zeit lang Ärger. Und jetzt, als Krönung sozusagen, haben wir die Reaper. Was ist mit ihnen? Die Oravoren bekämpften die Denthorin. Die Enduromi besiegten die Vandomar und die Jatil lehnten sich gegen die Jar auf. Also gelingt es wohl nie jemandem, solche Sachen dauerhaft zu vermeiden. Die Synril behaupteten, sie hätten den Weg zu ewigem Frieden gefunden. Was ist geschehen? Die Dithakur wollten Krieg und löschten sie aus. Hoffentlich hatten sie wenigstens Alkohol. Ich merke, im Mass Effect haben wir jetzt irgendwie so die Wendung erreicht. Wir sind alle irgendwie depressiv, versuchen aber unsere Depression zu verschleiern, indem wir einfach die ganze Zeit saufen und Party machen. Also irgendwie ist Alkohol hier der stetige Begleiter. Hallo Garrus. Soldaten wie Samara brauchen wir in diesem Krieg. Nichts und niemand hält sie auf. Ja. Ich hoffe nur, dass ich ihr nicht eines Tages im Weg stehe. Die Frau meint's ernst. Die stark. Jetzt auch noch mutierte Asari. Die Reaper sind eine riesige Albtraumfabrik, der immer wieder was Neues einfällt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Reaper mit den Drell, den Hanar oder den Borcha anstellen. Es kann auch um einiges schlimmer werden, bevor es besser wird. Davon ist auszugehen. Schön, Sie zu sehen. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Danke. Ein Teil der Crew scheint von den Monstrositäten schockiert zu sein, denen wir begegnet sind. Sie wissen nicht, was die Reaper nach 100 Jahren hervorbringen. In unserem Krieg gab es in jeder Schlacht einen neuen Albtraum. Ja, okay. Entschuldigung, dass die noch nicht so traumatisiert sind wie du. Dieser Mensch hat sehr naive Ansichten über den Krieg. Ihre Spezies muss noch viel lernen. Commander. Ja, okay, Commander. Schon eine brillante Taktik, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber sie ist böse. Wann hat das im Krieg je eine Rolle gespielt? Naja, aber andere Lebensformen zu Reapern machen? Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Ich finde es einleuchtend. Es stellt sicher, dass einem nie das Kanonenfutter ausgeht. Es eliminiert jeden Widerstand vor Ort. Und für jeden neuen Soldaten verliert der Feind zwei. Den Umgewandelten und seinen Freund auf der anderen Seite, der nicht auf seinen Kameraden schießt. Das stimmt. Das klingt, als würden sie bewundern. Genau wie ich einen Virus oder einen Dreschlund bewundere. Beide haben sich perfekt an ihre Lage angepasst. Aber die Reaper wollen uns vernichten. Und ich habe nicht vor, das zuzulassen. Aber wenn sie die Fähigkeiten des Feindes nicht respektieren, wartet eine böse Überraschung nach. Garrus ist so toll! So, wenn ich jetzt gehe, habt ihr dann schon wieder was zu erzählen? Commander. Nein, diesmal ist das Gespräch beendet? Ganz sicher?
Ja, okay. Schön. Interessante Gespräche. Die wir jetzt auf der Citadel fortführen. Warum auch immer. Und ich bin zu blöd, den Fahrstuhl zu nehmen. So. Tipp mal in meine Kapitänskabine, will niemand mehr. Nein. Okay. Hätte ja wen in meine Dusche einladen können. Vielleicht, möchten Liera und James... Ach, das wollte ich gar nicht. Meine Dusche im Apartment ausprobieren. Faina will ja jetzt tatsächlich essen, ist ja langweilig. So, das verlassen wir. Und wir werden die Citadel ansteuern. Wir werden auch wieder tanken müssen. Sehe ich gerade. Ich habe etwas gefunden. Okay, bitte noch mehr. Wrack eines Treibstoffdepots. Praktisch. Und... Strategos ist mit Eis bedeckt, mit Ausnahme einiger Meere am Äquator. Der Planet hat die kältesten Winter von allen Asari-Kolonien und erfüllt die Besiedlungskriterien nur knapp. Die Kolonisten sind hart gesotten und nutzen die Wintermonate, um Neuankömmlinge darauf zu testen, ob sie das Leben hier überhaupt durchhalten. Die Kolonisten liefern den Reapern einen Guerrera-Krieg und ihr größter Plus dabei sind die U-Boote, mit denen sie unter das Eis fliegen können, um ihre Wärmesignaturen zu tarnen. Leider lassen sich damit die Bevölkerungszentren nicht zurückerobern und im Moment müssen sich die Kolonisten damit zufrieden geben, ihre synthetischen Unterdrücker mit Kommandoaktionen zu ärgern. Kriege ich jetzt hier erst eine Nebenmission oder gehen wir direkt zur Citadel? Nein, wir haben was gefunden. Was haben wir gefunden? Information, intakte Reaper-Waffe. Oh, cool. Was auch immer mir das bringt. So, jetzt aber zur Citadel. Mal wieder. Die Citadel lässt uns einfach nicht in Ruhe. Ich würde sagen, wir kümmern uns erst um die Sachen mit unserem Apartment, weil wir können ja jetzt hier wählen, ob wir zum Silver Sunstrip wollen oder zu den Allianz Docks. Und ich tippe, Samara wird hier bei den Allianz Docks sein. Und aber die meisten unserer Leute treffen wir im Silver Sun Strip. Deswegen gehen wir da jetzt mal zuerst hin. Okay. Da wären wir. Gareth wollte irgendwo was mit uns trinken. Und zwei Leute treffen wir bei uns im Apartment. Können ja nochmal eine Party organisieren. Dann dürfen wir also von ihm noch mehr elfische Spiel erwarten? Hallo, guten Tag. Willkommen in der Castle Location. Ich glaube, hier hatte ich kein Date mit niemandem, oder? Hat Javik gesagt, wo er mich sehen will? Nur im Silver Sunstrip hat er gesagt, ne? Also Javik ist hier und Gareth ist hier. James will zu mir. Liera will zu mir. Nein, danke. Gerade nicht. Ich bin auf der Suche nach einem Freund. Also Gareth ist ein Freund, aber Javik? Sind wir Freunde? Bezeichnen wir uns als Freunde? Schönen Abend noch. Ich war mit Turianern bei einem Einsatz auf einer ihrer Kolonien. Ich habe den auch mal normales. So, ich tippe, hier werde ich Gareth finden. Gareth wollte was trinken. Gareth, Schatzi, wo bist du? Das Live-Varen-Rennen beginnt in 5 Minuten. Krogana sehen immer so richtig abgefuckt aus. Also wenn ich den jetzt eigentlich schon hätte sehen können, ihn aber übersehen hab, dann I'm sorry. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann seid ihr... besser als ich. Gareth? Wo bist du? Großgewinn am Roulette-Tisch heute Abend.
Ich habe halt keine Ahnung, wo ich jetzt hier war und wo nicht. Sieht alles so gleich aus. Ja, also hier wollten wir nicht hin. Guck ich mal oben. Auf Garrus warten. Yes! Oh, er hat sich schick gemacht. Oh, wait. Kennen wir doch. Shepard. Und was machen Turianer so in ihrer Freizeit? Meistens Pläne für die nächsten Arbeiten an Bord. Ich hätte da einige Ideen für das Vordergeschütz der Normandy. Wissen Sie, was Sie brauchen, Garrus? Das Schalldämpfervisier Mark IV aus dem Waffengeschäft? Ich dachte an ein Date. Entschuldigung, Sie haben meinen Freund hier gemustert. Sie sollten sich kennenlernen. Hallo. Ja, hallo? Oh Gott! Die Antwortmöglichkeiten sind ja noch schlimmer. Ich kann so richtig zu mir gehen. Ah, sie schade, süße. Oder ich gehe zu ihr hin. Garrus ist schon so ein richtiger Bad Boy. Sagen Sie was Nettes. Sie scheinen nett zu sein. Vielleicht etwas ruhig. Introvertiert. Aber sehr anständig. Oh, danke. Glaub ich. Oh Gott. Laden Sie sie ein. Warum gehen wir nicht zu mir? Ich würde Ihnen gerne meine Waffen sammeln. Warum? Okay, hören Sie. Ich habe da was vergessen. Und ich sollte jetzt besser gehen und es erledigen. Habe ich jetzt jemand anders ein Bier geklaut? Tut mir leid, nochmal von vorn. Ich wollte sagen, mein Name ist Garrus und ich würde gerne etwas mit Ihnen trinken. Warum kann ich nicht Garrus Date sein? Ernsthaft, das war mein Treffen mit Garrus? Ah. Schniff. Gut. Wir müssen noch Jarvik finden. Und ich glaube, dann haben wir alle, die wir hier draußen treffen wollten. Ich meine, der Rest war doch... wollte doch zu meinem Apartment, oder? Muss meine Nachrichten gleich nochmal checken, wenn ich eh im Apartment bin. Heute könnte ihr Glückstag sein. Auf Jarvik warten. Ah ja, okay. Dann warten wir mal auf Jarvik. Ich weiß gar nicht, wo ich mich mit Trainer treffe. Gefällt Ihnen Ihr Landurlaub, Jarvik? Ich soll in einem dieser Videos mitspielen. Das ist angeblich eine große Ehre und stärkt die Kriegsmoral. Behauptet wer? Ah, Commander Shepard. Ich wusste nicht, dass Sie auch kommen. Perfektes Timing. Wirklich perfekt. Sie spielen sich selbst. Achtung, der Proteaner ist am Set. Und sagt dem Stunt-Double, sie ist gefeuert. Wir haben jetzt die echte Shepard. Also, alle auf Position. Schnell, schnell. Hintergrund bereit. Kameras, los. Was? Und Action. Commander Shepard. Danke fürs Kommen. Die drängende Stunde des Untergangs, die so drängend naht, naht drängend. Aha. Was ist das denn für ein Scheißtext? Hoffnung. Der Rat sagt, Sie haben in einem Kühlschrank einen Proteaner gefunden und aufgetaut. Nein, ganz im Ernst, er hat das Drehbuch geschrieben. Denkt ihr euch das alles nur aus, oder was?
Natürlich nicht. Jemand hat's geschrieben. Es muss wahr sein. Ah, jetzt stirbst du! Noch nicht. Der Dialog kommt später. Der Watcher-Ratsherr möge sich bitte weitere Störungen verkneifen. Ich glaube, ich wurde bezüglich dieses Videos falsch informiert. Nun denn, o weiser alter Proteaner, welche alte Weisheit können Sie uns mitteilen? Salarianische Nieren serviert man bei Raumtemperatur. Sie sind noch besser, wenn der Salarianer noch lebt. Seine Angst gibt der Sache Würze. Oh Gott. Proteaner, tot ist nicht mögen! Höre ich Proteaner? Diese Person ist vertraut mit Entflammen. Diese Person hat viele Frauen in der ganzen Galaxie entflammt. Was? Blasto, gut, dass Sie kommen. Die Galaxie wird von den Reapern angegriffen. Hätte uns doch nur jemand schon vor Jahren gewarnt. Diese Person hat es versucht. Diese Person wurde ignoriert von verschlossenen Hörmuscheln. Also, das war ich. Sovereign, Saren. Schon mal davon gehört? Ja, und Blasto hat sie besiegt und dabei die halbe Citadel zerstört. Aber selbst er ist nur ein Hanar. Jetzt haben wir Commander Shepard und seinen Proteaner-Partner um Hilfe gebeten. Diese Person hat das Drehbuch nicht so weit gelesen und will der einzige Star bleiben. Was? Moment, was? Wir drehen Blasto 7, Blasto im Krieg. Was ist mit den Kindern? In meinem Zyklus war ihre Art nur eine Vorspeise. Wollen sie gekocht oder lieber gebraten werden? Proteaner, tut dich nicht mögen! Diese Person ist nun motiviert. Also gut, Commander Shepard und Proteaner-Partner unbestimmter ethnischer Herkunft. Willkommen im Spectre-Club. Ich bin schon 3 Jahre in diesem Club. Korrekt. Aber Sie sind kein größter Spectre Elite 4000 Deluxe. Diese Person ist ein 7000. Weniger Rückstoß, schneller Nachladen. Wo ist die Luftschleuse? Ich will ihn rauslassen. Ja, Javik, ich will auch. Dafür haben wir keine Requisiten. Soundeffekte los! Hintergrund ändern! Da! Das ist der Halbbruder der Sovereign Sluggard! Und er will Vergeltung! Stuntdouble, los! Dein Satz! Sag deinen Satz! Jetzt sterbst du! Oh nein! Der Watcher-Ratsherr ist indoktriniert! Diese Person ist der Held der Citadel. Diese Person hat ein Brandprojektil, auf dem der Name des Ratsherrn steht. Diese Person ist die Heldin der Citadel. Ich mache das. Diese Person besteht darauf. Diese Person scheißt drauf. Diese Person wäre viel lieber noch in ihrem Kühlschrank. Können wir gehen, Commander? Ja, bitte. Set abreißen. Das Besetzungsbüro soll einen neuen Watcher beschaffen. Vorbereitung für Blasto 8. Blasto, halt die Genophage. Javik, wo hast du mich hier hingebracht? Was? Okay, ich weiß halt echt nicht, wo ich Trainer treffen soll. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen, werde ich mal gucken, erstmal das in meinem Apartment machen. Und dann können wir Trainer immer noch suchen. Wenn sie gar nicht in mein Apartment kommt. Kann auch sein, dass sie eh in mein Apartment kommen soll. Es dauert so lange, mein Apartment zu laden. So, geht doch. Warum ist das Bild von Thane jetzt eigentlich weg? Das finde ich blöd. Das hätte man da auch stehen lassen können. Aber das Bild darf bleiben. Also das finde ich frech. So.
Hä? Wieso kann ich die neuen Nachrichten nicht sehen? Ach, ja, da habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich Trainer treffe. Wow. Okay. Dann laden wir mal ein. Ja, okay, alle drei muss ich einladen. Dann laden wir mal erst Lea rein. Auf sie habe ich gerade am meisten Lust. Was hat's mit der Musik auf sich? Ach, sie spielt Klavier. Okay. Grüße, Commander. Shepard, ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Warum? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Oh, das ist doch schön. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Lea wirkt immer so traurig. Die will man immer einfach in den Arm nehmen. Das Lied hat mir eine Freundin beigebracht. Ich bin immer dem Wissen nachgejagt und habe manchmal vergessen, dass man auch durch Nichtstun lernt. Indem man Zeit mit Leuten verbringt, an denen einem etwas liegt. Was haben Sie von mir gelernt? Ich nehme an, wie man sich täglich in lebensbedrohliche Situationen bringt. Okay. Ich bin eine gute Lehrerin. Die beste. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch Berichte durchsehen. Sie können hier arbeiten oder Zeit für eine... Komm, wir machen eine Pause. Warum bringen Sie mir nicht erst das Lied bei? Hey, jetzt ist sie sogar wirklich hier. Es ist hübsch hier. Soll ich die Berichte transferieren, damit Sie hier arbeiten können? Ja, danke, Glyph. Glyph, kannst du diesen Song in meine persönlichen Daten auf der Normandy kopieren? Natürlich, Dr. Tassoni. Shepard. Shepard. Okay, sie ist jetzt einfach hier und wir können nicht mehr mit ihr machen. Bisschen schade, dass sie jetzt da einfach nur sitzt, aber okay. Dann laden wir einfach die nächste Person ein. Hey Lola. Wie ich sehe, haben Sie aufgeräumt. Zu guter Letzt. Ja, tut mir auch leid. Schöner Blick. Aber das ist so anders als das, was ich kenne. Und das wäre? Ich wuchs an der Pazifikküste auf. Sie wissen schon, Wasser, Sand, echte Luft. Oh. Vermissen Sie's? Ja. Und die Menschen. Wie heißt sie denn? Ha? Nein. Das gibt es nicht mehr, seit ich beim Militär bin. Es verträgt sich nicht miteinander. Aber trotzdem flirten Sie völlig schamlos. So bin ich eben. Aber es bedeutet nichts, Lola. Ja, klar.
Nein, ich will nichts von ihm. Sind Sie hier, um über unser Privatleben zu sprechen? Oh, scheiße. Ja, ich wollte Ihnen was zeigen. Ey, das fertige Tattoo. Wie finden Sie's? Sieht gut aus und Sie haben's verdient. Jetzt beginnt die richtige Arbeit, stimmt's? Genau. Ich weiß, was Sie dazu gesagt haben und ich bin dabei. Zu 100%. Das hört man gern. Wie auch immer, das war's schon. Wollte Sie nur zeigen. Ich muss zurück auf die Normandy. Esteban braucht meine Hilfe beim Shuttle. Danke für den Besuch, James. Hasta la vista, Shepard. Ja, viel Spaß noch mit Ashley. Die mich übrigens nicht treffen wollte. Was zum Teufel kann nicht sein? Was ist? Oh nein, ein Boxsack, das kennt man ja gar nicht. Hey, ich hab das hier gesehen, als ich wegen der Party hier war. Oh Mann. Das ist klasse. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich noch ein bisschen. Das ist ein richtig gutes Teil. Es ist halt ein Boxsack. Vielleicht könnte ich ja hier trainieren. Was halten Sie davon? Mir aus. Wollen Sie nur zusehen oder machen Sie mit? Ich liebe das. Sie können das die ganze Zeit machen. Gönnen Sie mir noch ein bisschen Spaß. Sie können das die ganze Zeit machen. Okay. Gönnen Sie mir noch ein bisschen Spaß. Zeit, unsere Freundin einzuladen. Die wir überhaupt nicht betrügen wollten. Wie gesagt, soweit Garrus oder Javik oder wer auch immer will, bin ich voll dabei. Wieso bin ich überhaupt hochgegangen? Mein Terminal ist unten. Ja, dann essen wir mal jetzt am Mittag. Und das soll wirklich hier bleiben? Auf die Normandy kann ich es nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz dafür. Das ist der Wahnsinn. Dagegen sind die Fertighäuser auf Horizon nichts. Oh Gott. Ja, von der Badewanne zum Whirlpool. Whirlpool. Wir könnten ausgehen, vielleicht in eine Live-Show. Wir müssen nicht unbedingt in den... Du bist sehr überzeugt. Immerhin darfst du diesmal die Kleidung ablegen. Unsere Beziehung beruht basically auf Wasser, das man zum Reinigen oder zum Vergnügen benutzt. Bei uns eher zum Vergnügen als zum Reinigen. Wie bitte? Soweit ich weiß, habe ich auf dem Schiff das Ruder übernommen. Oh, ja. Aber erst nachdem ich in Spitzenunterwäsche reinkam, die Tür offen ließ und dir von meinem heißen Date erzählte. Machen wir jetzt hier fest, wer die Hosen anhat? Du hast gute Arbeit geleistet. Wow. Hab doch gesagt, ich mein's ernst. Okay. Also ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass man, wenn man tatsächlich hier mit jemandem zusammen ist, doch ein etwas längeres Gespräch hat, aber... weiß nicht. Hab da vielleicht einfach nur höhere Erwartungen. Dass das jetzt mit den anderen nur so kurze Gespräche waren, damit kann ich leben. Aber, hey, Trainer, hier ist noch eine Dusche. Haben wir die schon ausprobiert? So, wo bist du? Du wirst dich doch hier auch irgendwo aufhalten. 100 pro, als ob jeder hier bleibt außer du. Als ob jeder hier bleibt, außer du. Die Frau, mit der ich eine Beziehung führe. Ernsthaft?
Die lässt mich doch jetzt nicht sitzen. Nach dem Trainer. Das werde ich dir nicht verzeihen. Keine Dusche mehr für dich. Alter. Ist sie wirklich Gordon? Jeder bleibt hier, weil er noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen will. Und sie geht? Wirklich? Der hat mich wirklich verlassen. Jeder bleibt hier? Außer sie? Entschuldigung, dass ich jetzt hier 3000 Mal nachgucke, aber... Das glaube ich nicht. Übrigens war das kein Mittagessen. Nur mal so am Rande. Wir haben immer noch nicht gegessen. Es war halt wirklich einfach nur, es ging schon wieder um Wasser. Ja. Okay, schade. War nett. So, jetzt müssen wir noch normal zur Citadel und da treffen wir Samara. Ich habe keine Ahnung, wo ich die treffen werde, aber naja, schauen wir mal. Ich schau mal hier vorne. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Samara! Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mitgeteilt, dass er eine Organisation gefunden hat, mit guter Bezahlung und Sozialleistungen. Er hat mir ein Foto von der glänzenden neuen Panzerung geschickt, die sie ihm gegeben haben. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich im Präsidium-Unterhaus. Oder bei den Botschaften? Nein, im Präsidiumsunterhaus, oder? Samara! Keine Samara. Bist du jemand, der eine Asari-Freundin hat? Nein. Es ist mein Geld und ich löse mein Konto auf. Okay, mach das. Auch nicht. Ob ich jetzt hier erst wieder 3 Stunden rumlaufe, bis ich sie finde? Vielleicht finde ich dabei zufälligerweise noch wen anders. Ja, hier oben wird nichts sein. Naja. Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Gute Arbeit. Noch eine gefunden? Keine Ahnung, wovon er spricht. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Auch keine Samara. Auch nicht. Oh. Hi. Hallo, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich habe diesen Ort vermisst. Es ist gut, mal eine Weile vom Schiff runterzukommen. Schon wieder. Hallo. Hallo, Shepard. Okay. Wenn ich jetzt alle finde, außer Samara, bin ich wirklich unglücklich. Oh, ich dachte, ich kann hier Fische kaufen. No. Kassa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Und Sie sollten es auch nicht tun. Mein Name ist Tashia Parade. Natürlich. P-O-R-A-I. Wäsche? Oh. Ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh Tashia. I'm sorry. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Oh.
wir haben sie gefunden. Hätte ich nicht mitgerechnet. So wie ich mich kenne. Okay. Samara ist nicht hier. Ah, könnte die sein? Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Die wird doch nicht in der Bar sein. Da ist Samara ist doch keine, die trinkt und feiert. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ist der Volus-Botschafter hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre angelegt. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ich würde sagen, das riecht nach Nebenmission. Ein andermal? Da. Oh mein Gott, ja. Dann können wir auch die Nebenmission machen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Hat sie doch gesagt, Vorbereitung. Ich wollte mich wohl verabschieden. Valer ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als sie. Okay, danke. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Ja, das habe ich vor. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Ihr Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Okay. Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Valer. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Naja, viel Glück. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Danke. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. So. Und hier können wir eine Nebenmission machen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie das Büro... Aber ich glaube, die machen wir beim nächsten Mal. Ciao.